Redner für die CDU-CSU-Fraktion. Ja, sehr geehrter Herr Präsident Friedrich, Kolleginnen und Kollegen, die letzten zwei Sätze des Kollegen Hunko kann ich nur ausdrücklich begrüßen und möchte mich auch ausdrücklich anschließen. Das ist mal was Gescheites aus der linken Ecke. Bin ganz begeistert. Aber lassen Sie mich, bevor wir die einzelnen Themen des bevorstehenden Europäischen Rats besprechen, noch mal kurz grundsätzlich was zur europäischen, europapolitischen Ausrichtung sagen. Für uns als CSU ist Europa immer eine Herzensangelegenheit gewesen. Wie könnte es auch anders sein? Bayern in der Mitte Europas, geschichtlich und auch wirtschaftlich tief verwurzelt in die europäischen Beziehungen. Und in unserem Grundsatzprogramm haben wir auch deswegen festgehalten, dass für uns die europäische Einigung die bedeutendste politische Idee und der größte Stabilitätsbeitrag des 20. Jahrhunderts war. Und deshalb war es auch die CSU und die Union, die maßgeblich die europäische Integration vorangetrieben haben. Und wir sagen aber auch, Europas Stärke, Europas Besonderheit und Europas kreativer Antrieb ist die Einheit in der Vielfalt. Für uns ist in der CSU gehören bayerische Heimatliebe, deutscher Patriotismus und europäische Identität zusammen. Die Menschen in Europa sollen sich als Europäer fühlen, ohne ihre Nationalität abgeben zu müssen. Da komme ich nun zum SPD-Parteivorsitzenden Martin Schulz. Was stört mich an der kühnen Vision, in den kommenden 8 Jahren die Vereinigten Staaten von Europa zu schaffen? Zunächst einmal ist das schlicht und einfach nicht das, was die Menschen in diesem Land, in unserem Land oder in irgendeinem anderen Land in der EU wollen. Solche Träumereien von einer postnationalen Zukunft Europas werden von der überwältigenden Mehrheit der EU-Bürger abgelehnt. Sie finden auch keinerlei Unterstützung im Kreise der EU-Mitgliedstaaten. Mit wem will Schulz eigentlich die Vereinigten Staaten gründen? Mit Luxemburgern, mit Brüsselern? Mir ist das schleierhaft. Und all die, die die Fantasien des SPD-Parteivorsitzenden nicht teilen, alle Skeptiker, Realisten und Anhänger europäischer Vaterländer, sollen dann vor die Tür gesetzt werden. Das, liebe Freunde, ist keine Vision eines Vereinigten Europas, das in die Zukunft führt. Das ist ein Europaradikalismus, muss man schon fast sagen, à la Schulz, eine intolerante Vision, die Europa spalten wird und gefährden wird und nicht einigen wird. Europa wird doch nicht attraktiver, wenn Sie diejenigen bestrafen und bedrohen, die einem mehr Europa skeptisch gegenüberstehen. Vielmehr brauchen wir ein attraktives Europa, dem die Menschen die Bude einrennen. Aus Überzeugung, aus Hoffnung. Ein Europa, das einen konkreten Nutzen hat. Die Abschaffung der nationalen Souveränität allein kann dieser Nutzen nicht sein. Vielmehr muss es ein Europa sein, das weiterhin Frieden und Freiheit auf dem Kontinent sichert, das für Wohlstand, für die Mehrheit der Menschen sorgt und was vor allem für die eigene Sicherheit, für die Sicherheit unserer Bürgerinnen und Bürger sorgt. Das muss Europa sein. Und daher konzentrieren wir uns lieber auf das konkrete Projekt, auf die Projekte, die uns zusammenführen, die uns Schritt für Schritt voranbringen und die den Bürgern auch tatsächlich diesen konkreten Nutzen aufzeigen. Und das ist beim Thema Sicherheit zum Beispiel das Projekt der europäischen Verteidigung. Ja, auch wir als CSU haben hier den Begriff von europäischer Armee in unserem Grundsatzprogramm stehen. Er steht dafür, dass wir als Europa gemeinsam verteidigungsfähig sein wollen. Und hier sind wir seit gestern wieder ein Stück weiter. Der Ratsbeschluss der ständigen strukturierten Zusammenarbeit im Verteidigungsbereich begründet dies und ist ein echter Fortschritt. Und natürlich kann man jetzt in der Presse wie im politischen Bereich Unter- und Übertreibungen in der Bewertung finden. Von der Einschätzung, dass hier völlig ungenügende Trippelschritte gegangen werden, bis hin zur Furcht vor einer institutionalisierten Militarisierung der EU-Außen- und Sicherheitspolitik, wie sie auch die Kollegen von der Linken umtreibt. Halten wir uns aber an die Fakten. Die PESCO
hat das Potenzial zu einigen, nicht zu spalten. Mit den Nachzüglern der letzten Tage sind es 25 EU-Mitglieder, die dabei sind. Sogar Portugal, Irland wollen mitmachen. Das ist ein großartiges Ereignis. 17 konkrete Projekte wurden bereits identifiziert, 4 davon unter deutscher Führung. Das lässt sich aus meiner Sicht tatsächlich gut ansehen. Und ich halte deswegen PESCO für eine gute Sache im Sinne einer vernünftigen europäischen Politik. Ich finde es gut und ich finde es auch gut, dass wir dies heute hier im Hohen Haus diskutieren. Dankeschön. Für die SPD-Fraktion hat das Wort der Kollege Dr.